Hier hängen Teile des Elbland-Klinikums Riesa am Haken. Teile eines Containeranbaus, der viele Jahre unterschiedlichen Abteilungen als Heimstatt diente. Mit der Sanierung des Standortes sind sie jetzt für die medizinische Versorgung nicht mehr notwendig und bekommen eine neue Aufgabe. Uwe Töpfer, Betriebsleiter Technik in Riesa, koordiniert den Umbau. Der aktuelle Plan ist der, dass die Container des ehemaligen Hauses 8 sozusagen an das Haus 5 des Klinikums angedockt werden und später als Heimstätte der technischen Abteilung dienen. Es war eine ganze Menge Arbeit notwendig, zumindest was das Ganze der Vorbereitung der Fundamente und der Verlegung von Versorgungsleitungen betrifft, insbesondere Datenkabel und natürlich auch Strom, Wasser, Heizung. Die Technikabteilung zieht in die Container. Der neue Eingang wird hinter den abgebauten Bereichen sichtbar. Hier werden zukünftig Patienten und Besucher das Elbland-Klinikum Riesa betreten. Plan ist der, dass sozusagen nach dem Rückbau der Container des ehemaligen Hauses 4 und auch des Hauses 8 dann praktisch mit der Gestaltung der Außenanlagen begonnen wird. Und wenn das dann konkrete Form angenommen hat, dann wird auch der Haupteingang eröffnet. Es wird noch einige Wochen dauern, bis der neue Eingang genutzt werden kann. Dann wird die Baustelle Riesa auch ein Ende finden und das Elbland-Klinikum die modernste Gesundheitseinrichtung in der gesamten Region sein.